Albert Camus, Absurdität und Glück. Verehrte Sprachfreundinnen und Sprachfreunde, liebe Mitglieder und Gäste des FDA. Ich habe die Freude und das Glück, über den Schriftsteller und Philosophen Albert Camus referieren zu dürfen. Ich danke der Vorsitzenden, Frau Inge Zahn, für die Einladung, nach 2013 auch im Rahmen des diesjährigen Symposiums zu Ihnen zu sprechen. Die ersten Vorarbeiten für diesen besonderen Tag begannen bereits vor einem Jahr, als ich mich für die Formulierung Albert Camus, Absurdität und Glück entschied. Denn mit den Begriffen Absurdität und Glück lässt sich meines Erachtens treffend kennzeichnen, was Albert Camus Zeit seines Lebens bewegte, sowohl seine persönliche Existenz als auch seine Werke sind von beidem zentral bestimmt. Den Titel, der Mythos und Sisyphos. Die beiden Teile dieses Kapitels sind überschrieben mit der ewige Rebell und mit Fluch und Seligkeit. Die Götter hatten Sisyphos dazu verurteilt, unablässig einen Felsblock, einen Berg hinaufzuwälzen, von dessen Gipfel der Stein von selbst wieder hinunterrollte. Sie hatten mit einiger Berechtigung bedacht, dass es keine fürchterlichere Strafe gibt als eine unnütze und aussichtslose Arbeit. Mythen sind dazu da, von der Fantasie belebt zu werden. So sehen wir nur, wie ein angespannter Körper sich anstrengt, den gewaltigen Stein fortzubewegen, ihn hinaufzuwälzen und mit ihm wieder und wieder einen Abhang zu erklimmen. Wir sehen das verzerrte Gesicht, die Wange, die sich an den Stein schmiegt, sehen, wie eine Schulter sich gegen den erdbedeckten Koloss legt, wie ein Fuß ihn stemmt und der Arm die Bewegung aufnimmt. Wir erleben die ganze menschliche Selbstsicherheit zweier erdbeschmutzter Hände. Schließlich ist nach dieser langen Anstrengung, gemessen an einem Raum, der keinen Himmel und an einer Zeit, die keine Tiefe kennt, das Ziel erreicht. Und nun sieht Sisyphos, wie der Stein im Nu in jene Tiefe rollt, aus der er ihn wieder auf den Gipfel wälzen muss. Er geht in die Ebene hinunter. Auf diesem Rückweg, während dieser Pause, interessiert mich Sisyphos. Ein Gesicht, das sich so nahe am Stein abmüht, ist selber bereits Stein. Ich sehe, wie dieser Mann schwerfälligen, aber gleichmäßigen Schrittes zu der Qual hinuntergeht, deren Ende er nicht kennt. Diese Stunde, die gleichsam ein Aufatmen ist und ebenso zuverlässig wiederkehrt wie sein Unheil, ist die Stunde des Bewusstseins. In diesen Augenblicken, in denen er den Gipfel verlässt und allmählich in die Höhlen der Götter entschwindet, ist er seinem Schicksal überlegen. Er ist stärker als sein Fels. Dieser Mythos ist tragisch, weil sein Held bewusst ist. Sisyphos kennt das ganze Ausmaß seiner unseligen Lage. Über sie denkt er während des Abstiegs nach. Das Wissen, das seine eigentliche Qual bewirken sollte, vollendet gleichzeitig seinen Sieg. Es gibt kein Schicksal, das durch Verachtung nicht überwunden werden kann. Wenn der Abstieg so manchen Tag in den Schmerz führt, so kann er doch auch in der Freude enden. Damit wird nicht zu viel behauptet. Ich sehe wieder Sisyphos vor mir, wie er zu seinem Stein zurückkehrt und der Schmerz von Neuem beginnt. Wenn die Bilder der Erde zu sehr im Gedächtnis haften, wenn das Glück zu dringend mahnt, dann steht im Herzen des Menschen die Trauer auf. Das ist der Sieg des Steins, ist der Stein selber.
Die gewaltige Not wird schier unerträglich. Unsere Nächte von Gethsemane sind das. Aber die niederschmetternden Wahrheiten verlieren an Gewicht, sobald sie erkannt werden. Man entdeckt das Absurde nicht, ohne in die Versuchung zu geraten, irgendein Handbuch des Glücks zu schreiben. Glück und Absurdität entstammen ein und derselben Erde. Sie sind untrennbar miteinander verbunden. Das Schicksal ist eine menschliche Angelegenheit, die unter Menschen geregelt werden muss. Darin besteht die ganze verschwiegene Freude des Sisyphos. Sein Schicksal gehört ihm, sein Fels ist seine Sache. Der absurde Mensch sagt ja und seine Mühsal hat kein Ende mehr. Wenn es ein persönliches Geschick gibt, dann gibt es kein übergeordnetes Schicksal oder zumindest nur eines, das er unheilvoll und verächtlich findet. Darüber hinaus weiß er sich als Herr seiner Zeit. Gerade in diesem Augenblick, in dem der Mensch sich wieder seinem Leben zuwendet, ein Sisyphos, der zu seinem Stein zurückkehrt, bei dieser leichten Drehung betrachtet er die Reihe unzusammenhängender Taten, die sein Schicksal werden, seine ureigene Schöpfung, die in seiner Erinnerung geeint ist und durch den Tod alsbald besiegelt wird. Überzeugt von dem rein menschlichen Ursprung alles Menschlichen, ist er also immer unterwegs. Ein Blinder, der sehen möchte und weiß, dass die Nacht kein Ende hat. Der Stein rollt wieder. Ich verlasse Sisyphos am Fuße des Berges. Seine Last findet man immer wieder. Nur lehrt Sisyphos uns die größere Treue, die Götter leugnet und die Steine wälzt. Auch er findet, dass alles gut ist. Dieses Universum, das nun keinen Herrn mehr kennt, kommt ihm weder unfruchtbar noch wertlos vor. Jedes Gran dieses Steins, jeder Splitter dieses durchnächtigten Berges bedeutet allein für ihn eine ganze Welt. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Zu guter Letzt möchte ich auf die Ringparabel Gotthold Ephraim Lessings hinweisen, der in seinem dramatischen Gedicht Nathan der Weise den Aspekt der Geschichtlichkeit religiöser Bekenntnisse hervorhebt. Der Aufklärer Lessing wollte zeigen, dass die verschiedenen Religionen, gleichnishaft als Ringe dargestellt, daran zu messen seien, inwiefern ihre Anhänger praktische Humanität bewiesen. Wie nach Lessing der Streit der Religionen um den Wahrheits- oder Absolutheitsanspruch müßig ist, so erscheint es mir unnötig, Camus atheistische Philosophie und Christentum gegeneinander auszuspielen. Konkretes Wirken, gelebte Solidarität, Ernstnehmen der geschichtlichen Gegenwart, leidenschaftlicher Einsatz für die Würde jedes einzelnen Menschen und Freude am Dasein sollten meines Erachtens ebenso die Nachfolger Christi wie die geistigen Erben Camus kennzeichnen. Vielen Dank.